Ja, guten Tag. Mein Name ist Katrin Kessler. Ich habe eine Allgemeinarztpraxis in Hasloch und gehöre auch zu denjenigen, die Beate Bahner vorhin erwähnt hatte. Ich mache es jetzt als Nachtrag, weil die Zeit schon abgelaufen ist. Die Ärzte für Aufklärung, so auch ich, wurden vom Südwestfunk verfolgt von Frau Judith Brosel. Und wer Frau Judith Brosel mal im Internet googelt, findet gleich zwei Einträge, wie sie schon im Vorfeld offensichtlich relativ schlechte Reportagen gemacht hat, all dieweil beide Male diese Reportagen wieder von einem Gericht eingedampft wurden, sodass die nicht gesendet werden durften, weil offensichtlich die journalistische Leistung sehr zu wünschen übrig ließ. Ich wurde ebenfalls als Reichsbürgerin bezeichnet von Kollegen, was mich doch sehr verwundert, was der Bodo Schiffmann vorhin auch schon angesprochen hatte, dass Ärzte mehr oder weniger schon diskriminiert werden wegen ihrer Meinung. Ja, ich musste Reichsbürger erstmal googeln, das war mir gar nicht so klar, was ich denn sein soll. Trotz dieser gesamten Diskriminierung möchte ich immer noch alle bitten, Verständnis füreinander zu zeigen, all dieweil doch sehr viele Menschen insgesamt immer noch nichts gehört haben von Wir 2020, von Widerstand 2020 und von all dem, was Sie hier alles auf die Beine gestellt haben. Deswegen bitte ich immer noch um Verständnis. Das ist etwas, was ich in meiner Praxis merke. Viele Menschen fallen aus allen Wolken, wenn sie einzelne Sachen hören, die ich Ihnen hier erzähle, was Ihnen alles bewusst ist. Das, was viele Gegner sagen, ist mitunter berechtigte Kritik. Viele Skeptiker sagen, ja, wem sollen wir denn vertrauen? Das ist eine berechtigte Frage. Wem kann man überhaupt noch vertrauen? Und das ist immer der Teil, wo ich Patienten sage, googeln Sie selber, versuchen Sie einfach ein möglichst breites Spektrum an Meinungen abzudecken, damit Sie sich selber eine Meinung hinterher bilden können. Sie müssen ja nicht meine Meinung übernehmen. Ein Video, was ich hier auch noch empfehlen würde, heißt Doktorin in Schwarz. Dort ist eine Wissenschaftlerin, die ebenfalls über Nacht weggesperrt worden ist, ähnlich wie Frau Beate Bahner. Sie hatte eine bahnbrechende Entdeckung bezüglich HIV gemacht und wurde wohl, so wie die Reportage das sagt, über die Machenschaften vom Herrn Fauci ohne Gerichtsverhandlung 4 Jahre inhaftiert. Sie ist erst jetzt wieder freigelassen und hat trotzdem den Mut gefasst, Ärzte in Amerika zu interviewen. Und das ist sehr interessant für alle zu sehen. Diese Ärzte in einer Klinik sagen vor laufender Kamera aus, dass sie mehr oder weniger von der Klinikverwaltung gegängelt oder gedrängt wurden, möglichst häufig Corona als Diagnose in die Krankenakte einzutragen. Sie sagen ebenfalls aus, dass sie bis zu 13.000 Dollar quasi Belohnung bekommen haben für jede Diagnose im Totenschein. Das finde ich äußerst glaubwürdig, weil diese Menschen, die tatsächlich vor laufender Kamera ausgesagt haben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit womöglich anschließend ihren Job verloren haben. Da ist es doch in meinen Augen deutlich einfacher, das Geld einzukassieren und weiterzuarbeiten. Ich selber habe relativ lange in Amerika gearbeitet und kann erklärend nur mit dazu sagen, dass amerikanische Ärzte Angst vor Erkrankungen oder medizinischem Management haben. Aber wovor sie noch mehr Angst haben, ist das Rechtssystem. Man kann sehr, sehr leicht verklagt werden in Amerika. Das mag möglicherweise auch ein Grund dafür sein, dass Intensivstationen vielleicht auch sehr schnell gefüllt werden, damit nicht ein Assistenzarzt, der Arme, der Nachtdienst hat, die gesamte Verantwortung bei einem so brisanten Thema auf den eigenen Schultern haben muss und sich die ganze Nacht um die Ohren hauen muss. Das ist zumindest einer der vielen Aspekte, die ich noch weitergeben möchte, was vielleicht auch ein Grund dafür sein kann, weswegen überhaupt einigermaßen häufig die Diagnosen in die Johns Hopkins University last but not least gefunden haben. Damit will ich mich auch schon verabschieden mit
einer klaren Bitte an alle diejenigen, die das hören. Sie sind ein Teil des Ganzen. Sie können sehr gut mithelfen, indem Sie den demokratischen Widerstand bestellen und samstags und sonntags austeilen, einfach nur in Ihrer Straße. Wenn Sie jede einzelne Woche 10 Leute überzeugen können und die weiterhin 10 Leute überzeugen können, haben Sie schon einen unglaublichen Beitrag geleistet. Und damit möchte ich mich von allen verabschieden. Dankeschön.